Hallöchen. Du hast es im Titel gelesen. Es geht in diesem Video um offene Enden, nicht abgeschlossene Dinge und warum uns die so schwer fallen. Ich stecke ja mittendrin gerade in so einem Prozess, wo ich nicht weiß, wie es sozusagen weitergeht. Also ich lebe gerade von Moment zu Moment, was auch sehr, sehr schön ist. Dadurch bin ich auch auf dieses Thema nochmal aufmerksam geworden. Ich hole nur so ein bisschen aus für die, die vielleicht die Videos vorher noch nicht gesehen haben. Alle ein bisschen ausführlicher verlinke ich dir einfach mal ein Video. Und zwar bin ich ja quasi ausgestiegen aus meinem bisherigen Leben. Also ich war Anfang des Jahres in Thailand und habe da einfach gemerkt, bei dem Blick sozusagen auf mein Leben in Deutschland, dass so wie ich das gerade lebe, es nicht mehr passt. Und habe alles gecancelt. Ich habe meinen Job aufgegeben, ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich habe die Stadt aufgegeben, in der ich lebe. Ich möchte da nicht mehr wohnen, nicht mehr sein und weiß, habe das alles beendet, ohne dass ich weiß, wie es weitergeht, ohne dass ich weiß, wo ich lande. Ja, ich reise sozusagen gerade wohnungslos umher, zum Teil bei Freunden, jetzt im Sommer einfach viel draußen, auf Festivals oder einfach so in der Natur. Und merke so dieses Thema einfach ganz stark, wie groß dieser Wunsch ist nach einer runden Sache, nach was Abgeschlossenem. Ja? Und ich möchte aber einfach sozusagen ein Bewusstsein dahin bringen, dass es halt auch oft Phasen gibt oder Zeiten gibt, wo mal ein offenes Ende da ist. Wo ich vielleicht nicht weiß, wie es ausgeht, wo ich nicht weiß, wo es mich hinführt. Ja? Und ich glaube, jeder von uns kennt es einfach so gut, ne? Wenn wir einen Film schauen, wer schaut gerne Filme mit offenen Enden? Also ich merke, wie mich das dann immer rüttelt. Ja? Und ich glaube, das liegt einfach daran, ja, nach diesem Streben nach Harmonie vielleicht so, ne? Dass irgendwie so am liebsten noch ein Happy End so. Aber meine Erfahrung im Leben ist einfach, dass ja, ich bin in viele Sackgassen gegangen, ich bin viele Umwege gegangen und nicht jeder Weg führt geradlinig zum Ziel und die Lösung ist da. Ich habe auch viele offene Fragen in meinem Leben, die ich mir schon seit vielen Jahren stelle, manche kurzer, manche länger. Ja, und es ist, soweit ich das bisher verstehe, geht es darum, Geduld zu üben. Geht es darum, im Hier und Jetzt zu sein? Geht es darum, den Augenblick, wie er jetzt ist, vollkommen anzunehmen und darin das Glück zu finden? Und nicht erst, wenn die Lösung dann da ist. Ja, vielleicht ist das auch die größte Lernaufgabe für mich, gerade hier in dem Moment zu sein und zu schauen, wo ich jetzt hier gerade mein Glück finden kann. Nicht erst, wenn ich das Kind habe, nicht erst, wenn ich den Mann habe, nicht erst, wenn ich den tollen Job habe, nicht erst, wenn ich das Haus habe, das Auto habe oder die Weltreise gemacht habe oder was auch immer da gerade vielleicht dein Ziel ist. Ja, und ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass das zum Leben dazugehört. Bei manchen Sachen ist es leichter auszuhalten als bei anderen, dass es ein offenes Ende ist oder dass wir was ausprobiert haben und es hat zu nichts geführt, außer ja, zu Erkenntnissen. Oder ich finde es auch manchmal toll, einfach Sachen auszuprobieren, die auszuprobieren und zu merken, nee, das ist es nicht. Ja? Oder man geht in einer Beziehung, also jetzt Freundschaften oder auch Partnerschaften, geht einen Weg und dann kommt man halt an den Punkt und merkt so, ja, das wird tiefer oder nee, die Wege trennen sich wieder. Ja. Und dazwischen gibt es aber auch halt diese Phase, wo man es ausprobiert. Und es gibt bei den jüdischen Rabbis, ja, die Lehrer sozusagen, die jüdischen, bei denen ist es so, und das finde ich eine ganz schöne Art, wenn die so eine Fragerunde haben, ja, der Rabbi sitzt da und seine Schüler sitzen drumherum, dann antwortet der Rabbi nicht mit einer klaren Antwort, sondern er erzählt eine Geschichte. Und das Schöne daran ist, dass
dass jeder, auch die, die nicht die Frage gestellt haben, können sich etwas aus dieser aus dieser Geschichte ziehen. Und es ist ja sowieso im Leben so, ich als Dozentin habe das sehr oft erfahren. Ich erzähle was im Unterricht, ja, oder auch in den Coachings, die ich mache. Ich erzähle was, gebe da ein Beispiel, und die Menschen, die Schüler in den Ausbildungen, die ziehen sich, oder bei den Retreats, ja, wenn wir da so Fragerunden haben, die ziehen sich sowieso das raus, was sie wollen. Ja, und ich kann das gar nicht beeinflussen. Das ist wirklich, ich schaue durch meine Brille, ja, je nachdem, was ich schon in meinem Leben erfahren habe, und pick mir die Aspekte raus, die ich für mich gerade gut gebrauchen kann. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ja, deswegen ist dieses mittendrin Strecken gerade in etwas. Ja, das auszuhalten und da innezuhalten und damit zu sein, dass es vielleicht gerade noch keine Lösung gibt. Das erfordert Mut, und ich denke aber, dass das, ja, das, wenn das gerade so ist im Leben, dann ist das halt so. Und dann, ich kann es gerade nicht herbeizwingen, die Lösung. Ja, sie ist noch nicht geboren. Ich weiß, sie ist irgendwo in mir. Sie liegt auf meinem Weg. Ich weiß überhaupt nicht, wie die aussieht. Da ist auch noch was da dran, so dieses Aushalten, es nicht zu wissen, auch herausfordernd. Ja, aber es ist, ich glaube, es lohnt sich, und es ist das, was dann gerade dran ist. Ja. Ich lasse es bei diesem Punkt. Und sind bestimmt noch einige Fragen offen. Dann kannst du es gleich mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Du kannst aber auch gerne Fragen in den Kommentaren stellen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, und wünsche dir alles, alles Liebe. Und hier erscheinen jetzt gleich noch zwei Videos. Vielleicht gefällt dir eins davon und du schaust noch weiter. Also bis zum nächsten Mal.